Ach du Scheiße. Nachher steht er irgendwo in einem Haus drin. Suche schon das Gebiet ab, keine Angst. Dann müsste er theoretisch schon eine Waffe gezogen haben. Ja. Mhm. Dieses Gebäude ist rein. Das Gebäude ist auch sauber. Guck auch gerade ein bisschen mit. Also ich sehe hier niemanden, der auffällig irgendwo mit einer Waffe steht. Teilweise schießen sie ja, aber schießen gegen irgendein Objekt gegen und deswegen passiert halt ja. Nichts. Aber eigentlich müssten die dann ja auch rennen, irgendwelche Zivilisten irgendwo. Ja. Bin unterwegs. Das Gebäude ist auch sauber. Hier ist auch niemand. Wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Doch, ich höre hier was. Wo? Beim wo? Schwimmbad irgendwo. Hier schießt auf jeden Fall jemand. Ja. Irgendwo beim Im Schwimmbad. Im Schwimmbad? Im Schwimmbad. Ach ja, jetzt sehe ich sie auch. Er schießt gegen eine Hecke, ne? Hatte ich recht mit schießt gegen ein Objekt. Großaufgebot von Polizei ist unterwegs. Aber die beiden Tussen werden das jetzt machen. Die beiden Politessen. Politessen mit ihrem Moppel da war. Moppel mit ihrem Roller. Moin, ich möchte Ihnen gerne einen Strafzettel ausstellen wegen Lärmbelästigung. Dann bist du weg. So, dann wollen wir mal. Du gibst dir einen Backup und du übernimmst die Situation. In die Knie, Madame. Festnahme. Wir haben den Mörder. Sehr schön. Schwere Geburt, aber wir haben den Mörder. Und das Schwimmbad ist leer, also jetzt kann auch Chlorgas allein kommen. Guck einfach nur um das Schwimmbad rum, Felix. Ja, man sieht die Leute da überall laufen, ey. Alle Eingänge sind umstellt. Oh, ich freue mich so, wenn der Armor-Server da ist.
Jo. Fahrzeug 29. So. Ihr könnt Status 2 gehen. Ihr könnt Status 2 gehen. Höre. Okay. Ihr geht da rein. Huch, da ist die Maus. Fahrzeug 50. Hier geht Status 2. Ja, bin unterwegs. Hier geht Status 1. So, ihr macht das blaue Licht aus. Randale! Alter! Dein Job, Felix! Oh fuck, sehe ich auch gerade. Muss ich jetzt alle verhaften? Oh. Du hast ja oben die beim B-Pol-Bullies? Ja, kannst du mir die B-Pol auch mal alarmieren? Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen, dass ich das muss. Aus sicherheitstechnischen Gründen werde ich einen HLF schon mal auf Bereitstellung setzen. Ja, die zündeln schon wieder. Und ich werde auch schon mal aufsatteln und die SEG alarmieren. Wir kennen das Spielchen ja, oder? Ja, jo. Felix rückt mit dem ganzen Löschzug aus. Eskalation oder was ist bei dir kaputt? Ich will Licht. Das sind jetzt alles meine fahrenden Lichtmäste. So, jetzt warte ich noch auf die B-Pro und dann geht's rund, ne? Wenn ich noch mehr Streifen wegen der Hände alarmiere, dann kann ich das auch bald ohne B-Pro erledigen. Alter. Da ist mehr los als bei Silvester. Achso, einen LNA kann ich auch schon mal alarmieren. Da muss ich nicht erst warten, bis der eintritt. Das Polizeimotorrad von hier oben. Da passen auch nochmal 4 Polizisten rein. Ich alarmiere mich auch nochmal mit. Fahrzeug 25. Dann alarmieren wir Felix noch einen Gefangenentransporter schon mal. Fahrzeug 32. Felix? Das macht nur Lärm, das macht keinen Sinn, ja? Ein Gefangenentransporter ist alarmiert. Also noch ein extra Gefangenentransporter. Hm. Das heißt, du könntest, wenn du Lust hast, gleich schon mal anfangen. Ja, ich will Blendgranaten haben. Müsstest du doch haben. Die sind nur auf dem einen Gruppenkraftwagen, oder nicht? Erstmal das Gebäude kühlen. Also. Fahrzeug 26. Ich führe hier polizeiliche Maßnahmen durch. Ja, da noch nicht. Hat keine Blendgranaten hier. Hier, so, da. Da hast du ersten Bus. Wo du Gefangene reinstopfen kannst. Och, ich glaube, ich blockiere in der Straßenbahn den Weg. Fahrzeug 26. Fahrzeug 27. Hier, guck mal, was da kommt. Oh, schön. Das klang jetzt eigentlich so, als ob sie schon da wäre, aber leicht verguckt. Mein Elena ist auch schon da. Erstmal einkesseln die Jungs hier. Neun. Was macht denn eigentlich mein Aufsatteln vom Rettungszelt?
Könnt mal deinen Harlef da wegfahren. Zu mir sagt er, ich soll platzsparend arbeiten. Wieso? Ja, wer blockiert die Einsatzstelle? Wo ist denn hier die... Ach, da ist meine Wepo. Was die können, kann ich schon lange hier. So, SEG ist auch vor Ort. In allen Mitteln und Maßen, falls es wieder in so einer Massenschlägerei ausartet. Ich hoffe, es verletzenlos machen zu können. Ja, wenn nicht. Also ich habe 2 Zelte hier. Ein paar Verletzte kannst du machen. Alles klar. Wie, ein verletzter Person oder was? Was? Ich glaub, eine verletzte immer, Person. Ich glaube, das ist immer noch mein Mord. So. Hallo, die hat ja mal gar nichts gebraucht, die Flashbang. Was ist das denn? Noch eine. Bam. Die haben sich Sonnenbrillen eingepackt. Oh Gott, wie die hier alle rumdissinken. Die rutschen. Flashbang. Jungs, rein da mit euch. Hätte ja irgendwie auch nichts gebracht, so wirklich. Soll ich dir den Bus rüberfahren oder hast du den? Nee, kannst du rüberfahren, wenn du willst. Das wäre natürlich Bombe. Ich weiß, woher CSGO sein Flashbang hat. Flashbang! Um Bieberfelde, wa? Ja! Oh, dann können wir gleich. Nee, nicht Flashbang, nicht Flashbang. Lauf! Danke. Den könnt ihr so rauszufischen da. Best organisierter Mannf-Einsatz ever. Wieso? Ihr guckt euch die Vorbereitung doch an. Ich bin gerade im Polizeieinsatz, ja, kommt gleich an. Die wird noch ein bisschen länger stehen bleiben, also. Ah, da kommt ja ein Bus. Der Bus ist da, der Stadtbus. Eine Stadtrundfahrt. Ins Gefängnis. Nein, nichts verschwinden. Ein Glück, dass Felix den Polizeihaufen vorne nicht sieht. Die ganzen Polizeiautos da, oder was? Ja. Was koordinative Vorbereitung. So, habt alle keine Flashbang. Ihr könnt alle mal, von wo nehme ich mir die jetzt raus? Ja, gut durch, aber ich weiß es nicht, ne? Du bist auch noch dazu, du auch. Du hast eine Flashbang, alles klar. Schmeiß die da mal hin, ne? Mal sehen, wie das wird. In den Brunnen gefallen. Das wird knapp. Weg. Kommt, Jungs, kommt her, kommt, traut euch. Flashbang. Komm, bam! Schnapp dir die Rotusse in roter Hose. Den auch noch. Komm, hol ihn dir. Lauf! Der hin auf einmal. Von vorne! Guten Tag, Herr LNA. Wir positionieren uns schon mal um. Ich glaube, 4 passt auch nicht mehr in deinen Bus rein, ne? Ich kann noch mehr organisieren. Fahrzeug. Ich hab keinen Flashbang mehr hier hinten. Fahrzeug 26.
Erstmal noch Schub nehmen. Flashbangs. Ja, genau, läuft mitten durch, Jungs, Alter. Ihr seid doch alle krank. So, hier kriegst du auch nochmal zwei rein. Vorsicht, oh, Alter, die prügeln sich da schon die ganze Zeit. Einen verletzen. Direkt an der Grenze. Jo. Schicke sofort einen Servicetrupp los. Kannst du deinen HLF zweimal da wegbewegen? Ein Servicetrupp von 1 und 1, wa? Felix? Eigentlich kann ich die Feuerwehr komplett wegbewegen. Da müsstest du eigentlich jetzt zur Wache fahren. Ja, jetzt hole ich mir den Rest. Lock. Hä? Hm? Wie konnte ich die beiden denn jetzt so einfach so festnehmen? Seid ihr jetzt gar nicht mehr böse auf mich? Ich glaube, der ist noch böse. Denk dran, du hast auch noch einen eigenen Polizeibus. Ja. Du bist nicht mehr böse. Auch nicht. Auch nicht. Ich nehme trotzdem alle mit. Was weg ist, ist weg. Alle mitnehmen. Hier, Oma, du kommst auch mit. Naja, ich glaube, das wird knapp. Sind wir bei einem Verletzten verblieben? Ja. Jo. Naja, ich glaube, das passt nicht. Ich werde es ja sehen. Felix. Ansonsten muss ich ein paar in deine Streifenwagen reintun. Nee, das passt nicht. guck dir meine Sandstelle an. Das passt eigentlich perfekt. Ich hab sogar noch Platz. Dann können die anderen nochmal mit. Ja, nur falls hätte ich da extra noch einen Streifenwagen bereitstehen. Hier, Felix, hinter dir. Wo denn? Mitten auf dem Marktplatz. Brauchst du den gar nicht rüberschleppen. Alter, läuft jetzt einmal um den Brunnen zurückzunehmen. Und das Kind brauchst du da auch nicht. Kannst du auch gleich mit reinstopfen. Ja, dann bring das Kind noch mit zum Bus mit. So, dann kann ich hier gleich erstmal ordentlich wieder Status 2 drücken. Der TLF kann auch öffnen. Ich werde jetzt auch ordentlich Status 2. Okay, wobei. Hab ich schon. So, ihr sitzt alle drin. Festhalten, anschnallen. Auf nach Hause. So, LNA, du hattest eine langweilige Schicht, du kannst wieder abrücken. Schickst du mal einen RTW hoch? Ich, ja, klar, ja. Ach, muss ja gleich noch ein Polizist mit rein, ne? Ist ja ein Hooligan. Oder so ein Randalierer. Ja, Polizeiauto habe ich noch hier, das kriegen wir hin. Ist klar. Also, könnten wir uns auch noch einen vom Wasserwerfer da reinpacken? Ja, ich nehme einfach einen vom Wasserwerfer. Nee, her. Der Streifenwagen bleibt ja noch hier. Es ist nicht viel witziger, wenn der, ist es nicht viel geiler, wenn der Wasserwerfer mit zum Krankenhaus fährt. Hier, du hast einen Gefangenen, den kannst du nicht ins Wasserwerferfahrzeug stecken. Aber stopf ihn da rein. Felix. Wo denn? Hier, in den hier. Achso. Was macht die denn noch? Ich dachte, der hat die in den Bus gesetzt. Und er kommt mit der Krücke angerollt. Oh nein. Ja, Mann, hallo.
Erstmal das Sandzelt beiseite schieben, ey. Guck dir das an. Na gut, dann fährt der Wasserwerfer halt rückwärts zum Krankenhaus, geht auch. Kommt nie an, aber okay. Habe ich eigentlich alle meine Autos irgendwie wegbekommen? Dein Telef blockiert noch, aber gut. Ja, das packt gerade ein. Nimm, 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 nimm. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Wie lange spielen wir eigentlich schon wieder? Wie lange nehmen wir schon wieder auf? Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Haben wir eigentlich noch was offen? Kreislauf, okay. Personenrettung, Drehleiter. Naja. Hab ich doch beide abgeschlossen, aber okay. Haha, der Wasserwerfer durfte nicht unterm Vordach parken. Der passt da glaube ich auch nicht unter, ne? Oder? Weißt du, was sicherlich geil ausgesehen hätte? Was denn? Wenn der Patient im IRTW gelegen hätte. Ja. Dann aber noch ein externer Notarzt mit bei. Ja. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Einsatz. Hallo, Einsatz. Redest du gerade mit deinem Melder oder mit deinem Computer? Kannst du auch so. Ey, diese Partytüten sind ja echt geil, ne? Was für Partytüten? Mit diesem ganzen Süßkram da. Ich muss noch einkaufen. Ich hab mir jetzt letztens so eine Tüte geholt, da sind so ganze Cola-Flaschen und Gummibärchen und solche Burger und alles so aus diesem scheiß Gummizeug drin, ey. Aha. Wenn ich nicht wüsste, dass ich noch einkaufen müsste, würde ich jetzt ins Bett gehen. Ey, bist du so müde? Ja. Ich hab die letzte Nacht 3 Stunden geschlafen. Oh. Also manchmal kann Emergency ja echt scheiße langweilig sein, ne? Ja, aber überwiegend manchmal. Hat sich eigentlich im Schwimmbad alles wieder normalisiert? Ich glaub schon. Ja. Alter, heute Morgen, ich komme vom Fahrrad, wollte ich losfahren. Ne? Fahr mal von meiner Auffahrt runter, auf einmal kommt von rechts ein RTW angeprescht. Alter, das war so knapp, der hat mich fast mitgenommen. Ja, da hätten sie noch einen zweiten RTW gebraucht. Ich dachte mir so, scheiße. Ja, einen für dich und einen für dein Ego. Achso. So groß, oder wie? Klar. Auf jeden.
Komm, dreh um. Krücke. Wenn du willst, kann ich ihn auch fahren. Die Krücke ist schon unterwegs. Was ist das? Das ist doch der 2 RTW 2, oder? Ja, müsste sein, ne? Ja. Bäh. Was sagt eigentlich der Tacho? Schon wieder Gewitterstufe 2. Bei euch jetzt oder ja, was? Ja, das ist aber derzeit jeden Abend so, also. Pff. Wo war das denn? Wenn ich das Video dazu finde? Es gab nämlich in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, die Nacht über 2 Tornados. Echt? Ja. Da haben sie aber auch letztes Mal angekündigt, ja, dass es Tornado-Gefahr ist. Wie viel ist denn gestern gewesen? Der 5. 6. Wahnsinn. Was? Die Videos. Es sieht ja wirklich schon auch aus wie ein Tornado. Ja, das wäre schlecht, wenn ein Tornado nicht aussieht wie ein Tornado, ne? Wonach sollte der Tornado sonst aussehen? Weiß ich nicht. Willst du dann gleich unsere Schicht für heute beenden, oder? Keine Ahnung, irgendwie ist irgendwie noch nichts Spannendes passiert. Irgendwie ist das gerade so auf so einem Tiefpunkt zur Zeit, ne? Ja, dann müssen wir den Tiefpunkt heben. Und zwar? Wir geben jetzt Felix seinen Standardalltag. Wieso? Den machen wir doch gerade. Ja, wir können den Tiefpunkt auch nicht heben, weil wir noch 4 offene Einsätze haben. Ja, die beiden RTWs, die fahren gerade zur Wache. Sonst könnten wir den Tiefpunkt auch heben. Was ist der zweite RTW, Felix? Ah, der verschwindet gerade hinten drin. Oh. Ich will dich nicht festnehmen, da ich dich so oder so sofort kriege, dann nebenan so oder so. Oh. So, Felix, wir heben den Tiefpunkt. Das, was yeah, die, eine BMA. Das, was dir jeden Tag auf den Geist geht. Oha, da kommt so ein klumpengrauer Punkt angefahren. Da fehlt irgendwie der RTW, so, die sind wahrscheinlich beide im Einsatz. Wie viele BMAs fahrt ihr so täglich? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist eine ganze Reihe, also da kommen bestimmt 10, 15 zusammen.
Allein schon die ganzen Schulen, die ganzen Jugendlichen, die in der Schule heimlich auf Toilette rauchen wollen. Dann irgendwelche Großbetriebe, die da irgendwie was bei denen was schief läuft und sowas. Wir nennen sowas Staub. Ja, manchmal Staub und irgendwie, sag mal, in Anführungszeichen aus Versehen irgendwie eine BMW auslösen, ne? Passiert mir auch immer so. Siemens hat heute angerufen. Und? Ja, sie haben da eine Störung in ihrer Brandmeldeanlage. Ich so, ja, super, danke. Musste erst mal gucken. Melder defekt wahrscheinlich. Aber das kommt ja auch noch dazu, die ganzen neuen Anlagen, die dann rummeckern, wenn irgendwas schief ist. Ja, dafür haben wir ja die Schichtelektrik. Wir werden zuerst angerufen. Ja, das ist bei vielen ja nicht der Fall. Kannst du mal die BMA zurückstellen? Das geht mir derbe auf den Düdel. Er muss erstmal das Feuer ausmachen. Boah. Ey, nimm ihm die scheiß Debug-Konsole weg. Felix, da brennt was. Weißt du was? Was denn? Ich könnte dich ja mal richtig ärgern. Aber ich weiß auch, was jetzt passiert. Oh, leck mich, Alter. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich wusste, dass das kommt. Das Beschissene ist, die Bäume werden ja auch nicht auf dieser blöden Karte angezeigt. Nee, du siehst nur später, dass einer nach dem anderen umkippt. Einer liegt schon. Echt? Zumindest haben wir eine Sturmwarnung, aber ach nee, die ist mit der Karte. Was hat er jetzt alarmiert? Sturmwarnung. FF, ihr macht das. So sieht's aus. Das ist aber in den meisten Großstädten ist es so katastrophal geregelt, dass die FF die Sturmeinsätze fährt und die BF den ganz normalen Tagesdienst weiterfährt und sich aus den Sturmeinsätzen erstmal raushält. Damit die erstmal weiterhin einsatzbereit bleiben. Sofern das möglich ist. Ja, sofern das möglich ist, natürlich. Wenn jetzt irgendwo ein Baum auf PKW liegt und da ja, jemand drin gut, ist. Ja, gut, das fällt dann wohl unter normale Tageseinsätze. Oder unter was würdest du das einstufen hier? Was? Ja, den schweren VU. VU oder was? Ja, ein schwerer VU. Ja. Warte. Da ist Audubon. Oder Bündnisstraße. Ja, ich bin schon weg. Ja, gut, dann tschüss. Also der Rüstzug rückt geradeaus. Ja. Der Felix schläft gerade ein. Ja. So sieht's aus. Weißt du, was der Vorteil ist, Felix? Was denn? Bis jetzt ist noch kein Baum umgekippt. Mhm. Ich kann ja schon mal Vollsperrung auf der Autobahn machen, weil da werden gleich alle Bäume wieder umfallen. Aber wir wollen unseren Zuschauern ja auch das Spiel ein bisschen zeigen. Zum Bedauern von Felix. Aber einer muss immer leiden. Einer leidet für die Menge. Ja, das ist normal, ne? Du kannst dich schon mal für heute Nacht warm machen. Oh, nee. Habt ihr eigentlich die Nacht über viele Hochwasser? Also zur Zeit, oder was? Ja. Nö, es hält sich. Bei uns im Stadtinneren trifft das auch eher weniger. Das sind meistens die BFs, die weiter außerhalb sind. Die dann auf weitere Strecken fahren und so weiter. Setzt sie die Melder in mein Schiffchen und schreibt dann immer drauf blub blub. Einsatzmeldung kommt per Boot. Ja, das wäre echt scheiße, Alter, wenn es hier wirklich überschwappt. Irgendwann mal richtig, ey. Ja, irgendwann wird's kommen. Muss ich auch noch tauchen wahrscheinlich. Tja, ich wollte mal meinen Taucher machen, meinen Gerätetaucher. Habe ich aber irgendwann mal keinen Bock mehr gehabt. Und das Geile ist ja daran, wenn das wirklich richtig stürmt und die Strömung da ist und du tauchst, das Wasser ist ja glasklar, weil es jeden direkt wegspült, ne?
Da kannst du meterweit gucken unter Wasser, ey. Das ist echt geil. Aber alles andere ist echt scheiße. Ach, schön, in der Tauchausbildung schwimmst du nicht im klaren Wasser. Das wäre ja langweilig. Ja. Dann muss das Wasser so trüb sein wie die Nacht. Ey, teilweise kannst du deine Hand vor eigenen Augen ja nicht mehr sehen, ne? Das konnte ich heute in der Firma nicht. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Kam mir da auf einmal so eine schwarze Staubwolke entgegen. Aber pechschwarz. Mein Glück hat nicht die Brandmeldeanlage ausgeschaltet. Die Feuerwehr hätte sich heute bedankt. Heute auch, ne? Ich weiß gar nicht. Wo fahren wir denn noch? Irgendeine Akademie oder irgendein Ausbildungsding da für irgendwelche Handwerker. Und dann auch so ein bisschen unterrichtet Brandschutzsachen, ne? Und dann meinte dieser Brandschutzbeauftragte von denen, dieser Lehrer da, ja, letztes Mal, als die Anlage, als der Feueralarm losging, da waren sie ja hier alle ganz fix mit 4 Leiterwagen und so. Ich gucke ihn an, ich so, entschuldigen Sie, aber in dem Einsatzgebiet, was hier ist, da haben wir noch nicht mal 4 Leiterwagen. Also das glaube ich Ihnen nicht ganz. Reanimation! Reanimation! Also doch, das war gar gewiss so, das war ganz genau so. Ist ja, okay. Dann tut mir leid, hab ich mich wohl versehen. Tut mir leid, dann haben Sie wohl falsche Informationen. Ja, tut mir leid, dann wissen wir noch nicht so viel über uns. Ich werde nochmal in die Fahrzeughalle gucken, oder im Keller, ob sich da irgendwo noch ein Leiterwagen aufhält. Geh so in den Keller rum, rein steht eine Drehleiter da, hä? Wahrscheinlich hat er die Harles mit Leitern gemeint. Ja, was gehe ich auch mal von aus. Habt ihr auf euren HLS Schlauchboote? Auf einigen. Weil unser, nicht auf allen. Unser Ausbilder meinte, ihr hättet Schlauchboote. Nicht auf allen, aber auf einigen, ja. Wie kommt der denn da drauf? Keine Ahnung, wir haben uns unterhalten und man unterhält sich über vieles. Achso, und dann seid ihr darauf gekommen, dass die Schlauchboote auf dem Auto sind. Ja, wir haben auf der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz arbeitest du ja permanent mit Normfahrzeugen. Ja, oh Gott, hör mir auf, ey. Oh. Ich mach dieses Gerätefach auf und denke mir, da fehlt doch ein bisschen was. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wo wir das ganze Einsatzmaterial reinpacken sollen. Und dann machst du das Gerätefach von dem LF20 auf und denkst dir, da wäre noch Platz. Da könnte ich einziehen. Ist aber echt so. Ich finde das auch richtig scheiße von den ganzen Berufsfeuerwehren. Die sagen, die Freiwilligen brauchen das doch eh nicht. Die besetzen doch nur die Wache, ja. Wieso besetzen die denn die Wache? Die denken nur bis 12, aber nicht nach bis mittags. Hast du ein NEF frei? Ja, 2 Stück. Hast du mal auf der Autobahn? Die besetzen ja letztendlich die Wache, um folgende Einsätze zu übernehmen. So, und wenn die Berufsfeuerwehr jetzt beim Wohnungsbrand ist, die FF die Wache besetzt und dann kommt ein VU mit Personenklemm und die FF hat keinen TH-Satz, weil die Berufsfeuerwehr sagt, wir brauchen sie doch eh nicht. Alles klar, sollen sie mit Hammer und Meißel da irgendwie das Auto aufbrechen oder was? Oh, manche Leute, die sind echt... Ich hatte so einen netten Arbeitskollegen heute, der meint, er müsste die Reißleine, die Reißleine vom Notaus durchhämmern. Ja. Musste ich auch noch arbeiten heute, ey. Ich war's nicht. Oh. Gib Stoffes. Jo. Felix? Ja? Ich glaube, es hat sich ausgestürmt. Die Sturmwarnung ist schon abgeschlossen. Wow! Lame! Ja, so ungefähr sieht der Sturm derzeit bei uns aus. Also, ich habe strahlenden Sonnenschein und schwitze mir einen Wolf, aber... Ja, das ist richtig kacke, Alter. Abends, wenn du so denkst, so, oh, Feierabend. Sturmwarnung, oh! Und dann guckst du raus, strahlender Sonnenschein. Letztes Mal auch dieses Cut-Warn hatte ausgelöst.